Hi Andrzej hier für tabletblog.de. In Deutschland ist endlich das Samsung Galaxy Note 8.0 erhältlich und ich habe mir das Tablet gerade geholt. Leider nur erstmal die WLAN-Version mit 16 GB Speicher, aber die 3G-Variante dürfte auch bald auf den Markt kommen. Das WLAN-Modell kostet 399 Euro, ist also ein bisschen teurer als das iPad Mini, das mit 16 GB Speicher ja nur 329 Euro kostet. Aber ich denke, der Preis wird in den nächsten paar Wochen recht schnell so in diese Richtung vom iPad Mini sinken. Das kennen wir ja schon von den anderen Geräten von Samsung. Der Preis, der Anfangspreis fällt recht schnell. Gut, packen wir das Samsung Galaxy Note 8.0 mal aus. Ganz schnell zur Verpackung. Das Design hat sich ein bisschen geändert im Vergleich zu den Vorgängermodellen. Normalerweise hatten wir hier ein weißes Design, jetzt ist es so hellbraun-beige. Sieht trotzdem ganz nett aus, aber gut, das nur schnell zur Verpackung. Packen wir das Galaxy Note 8.0 mal aus. Und hier haben wir das 8 Zoll Tablet auch schon, aber wir legen das erstmal zur Seite und schauen uns an, was sich hier noch in der Verpackung befindet. Dafür machen wir das hier mal auf. Und hier haben wir einmal das Netzteil, also der Stecker für die Steckdose mit dem USB 2.0 Anschluss hier an der Seite. Da rein wird dann dieses Kabel hier gesteckt. Auf der einen Seite der Micro-USB für das Galaxy Note 8.0 und dann der USB-Anschluss entweder fürs Netzteil oder aber für euren PC, wenn ihr Daten zwischen den Geräten transferieren möchtet. Hier haben wir dann noch Garantiebescheinigung, Quick Manual, also so ein schnelles Handbuch und Accessories, also so eine Liste mit Zubehör, das optional erhältlich ist. Findet ihr aber natürlich auch alles auf tabletblog.de. Gut, das war's an Zubehör. Mehr liefert Samsung uns leider nicht. Keine Kopfhörer, keine Tasche. Aber das kann man mittlerweile leider auch nicht mehr von den Herstellern erwarten. Ist ja leider sehr selten der Fall, dass noch andere Sachen mitgeliefert werden. Gut, schauen wir uns das Samsung Galaxy Note 8.0 selbst mal genauer an. Wir haben hier ein 8 Zoll Display. Auflösung ist 1280x800 Pixel. Ist also eine höhere Pixeldichte als beim iPad Mini. Hier oben haben wir dann eine Kamera, hier unten Home-Button, Zurück-Button und Menü-Button. Das Layout hier kennen wir ja schon von den anderen Geräten von Samsung. Hier an der Seite haben wir dann einmal den Power-Button, dann so eine Wippe für die Lautstärke. Das daneben dürfte ein Infrarotsensor sein. Hier unten haben wir dann den Port für den S-Pen-Stylus, den schauen wir uns nachher auch nochmal genauer an. Hier unten haben wir dann weiter zwei Lautsprecher jeweils an den Seiten und in der Mitte einen Micro-USB-Anschluss für das entsprechende Kabel, das wir ja schon gesehen haben. An dieser Seite befindet sich weiter nichts, bis auf den Micro-SD-Karten-Slot. Der ist hier und ich gehe davon aus, dass bei der 3G-Version dann hier in der Region auch der SIM-Karten-Slot platziert ist. Oben haben wir dann einen Headset-Anschluss, Audio-Ein- bzw. Ausgang und dann auf der Rückseite eine Kamera. Ich meine 5 Megapixel, korrigiert mich bitte in den Kommentaren, wenn es 8 Megapixel sind. Und auf der Rückseite sonst weiter nichts, außer hier so ein glossy Design in Weiß. Das Gerät wird es auch in Schwarz geben und ich meine, es sind schon Gerüchte aufgetaucht, dass es auch Farben wie Rot und Grau geben soll. Aber mal schauen, was dann auch innerhalb der nächsten Wochen von Samsung kommt. Gut, das ist das Samsung Galaxy Note 8.0. Befreien wir es mal schnell vom Plastik, schalten es an und dann schauen wir uns die Software genauer an. So, da bin ich wieder. Ich habe das Samsung Galaxy Note 8.0 jetzt eingeschaltet und mit meinem WLAN-Hotspot hier oben verbunden. Wir wollen uns ganz schnell die Software mal anschauen. Nur ganz schnell, wir werden uns dann die S-Note-Apps und so weiter in einem separaten Video damit genauer beschäftigen. Wir haben hier jetzt Android 4.1.2 drauf, noch kein 4.2, aber 4.1.2 ist schon mal ganz gut. Da drauf liegt natürlich die TouchWiz-Oberfläche und das ist die gleiche, die wir schon vom Samsung Galaxy Note 2 und den anderen Geräten von Samsung kennen. Besonderheiten, zum einen Dropbox, man bekommt 50 GB Speicher hiermit kostenlos. Das war ja für 2 Jahre, glaube ich, das war ja auch schon bei den anderen Geräten von Samsung so mit dabei. Haben wir außerdem natürlich Reader Hub, den ganzen Music Hub und so weiter und natürlich die S-Note-App. Und hier auch gleich das Widget dazu. Da könnt ihr ganz schnell neue Notizen starten und dann zeichnen, schreiben, PDFs bearbeiten oder was auch immer. Flipboard ist natürlich vorinstalliert. Hier haben wir nochmal die Widgets. Auf der Seite haben wir den S-Planer. Und das war es auch schon, was hier standardmäßig aktiviert ist. Wenn wir es hier runterziehen, sehen wir diese Runterziehleiste von Samsung. Hier oben haben wir die Quick-Settings und unten dann die Benachrichtigungen
Und wenn der Stylus draußen ist, seht ihr auch die empfohlenen Apps für den S Pen Stylus. Aber wie gesagt, das schauen wir uns im separaten Video dann nochmal an. Ganz schnell nochmal zu den weiteren Apps, die hier vorinstalliert sind. Den ganzen Music Hub, Learning Hub und so weiter habe ich schon erwähnt. Natürlich sind die Google Apps wie Chrome, Google Plus, Gmail und so weiter mit dabei. Dropbox habe ich schon gesagt. iNote HD, das habe ich glaube ich noch gar nicht ausprobiert. Müssen wir auch mal tun. Paper Artist, das wird den ein oder anderen Künstler sicherlich freuen, ist ebenfalls mit dabei. Und ja, YouTube natürlich, wie das war, Polaris Office, immer ganz nützlich, S-Voice und Sprachsuche, also die Siri-Klone. Und ja, das war's mit den vorinstallierten Apps. Wir starten mal ganz schnell den Chrome-Browser. Ich habe hier schon eine Webseite geladen, weil das Internet hier gerade mit meinem Smartphone nicht das schnellste ist irgendwie. Aber lädt auf jeden Fall, funktioniert so wie es sollte, ist eben ein Quad-Core-Prozessor mit Jelly Bean, also Project Butter, läuft flüssig. Aber wie gesagt, die Software schauen wir uns später nochmal genauer an. Mein erster Eindruck vom Samsung Galaxy Note 8.0 ist recht gut, ist letztendlich ein Note 2 nur größer und da kann Samsung nicht viel falsch machen. Am Preis sollten sie noch ein bisschen arbeiten, ein bisschen runterschrauben, aber sonst macht das einen recht guten Eindruck. Aber wie gesagt, wartet unsere anderen Videos zu den Tablets ab, die dann hier im Kanal erscheinen. Ich bin Andrzej für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen.